Das sieht aber nicht mehr gut aus. Ach du mein Güte, sieht der das aus. Das ist ja nicht mehr appetitlich. Eine 22-jährige Frau in New Jersey alarmierte die Polizei, als sie spät abends einen exzentrischen alten Mann im Vorgarten ihres Mietshauses herumirren sah. Die junge Frau hatte keine Ahnung, dass es sich hierbei um Bob Dylan handelte. Der sieht aus wie ein Obdachloser! Na, dann nützen dir die ganzen Millionen nix, wie Zac Efron. Computer-Zeitraff-Programm als alter Mann dargestellt. Die Kappe passt perfekt. Ey, Bob Dylan, der kommt jetzt mit ne Weihnachts-CD raus. Stell dir doch mal vor, wie sich das anhören muss. Danke, dass du uns sagst, wo man lachen muss. Dazu kann ich nur eins sagen. Menschenskind. Mit Multiplatin-LPs und als Musiklegende kann der Typ nicht mal ein Bad nehmen. Stattdessen geistert er in der Gegend rum und sieht aus, als bräuchte er dringend eine warme Suppe. TikTok. Dass eine 22-jährige Frau keine Ahnung hat, wer Bob Dylan ist, kann man sehr verstehen. Die kennt vielleicht gerade mal Matt Dylan. Also so witzig ist es auch wieder nicht. Müssen wir mal irgendwie Deodorant anbieten. Den kann ich mir vorstellen, dass sie den mit einem Obdachlosen verwechselt haben.